Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde zu einer weiteren Runde Minecraft Lego City Undercover. Ja. Oh, wir sollen jetzt hier erstmal die Rufsäulen reparieren, wurde uns gesagt, damit wir die Rufsäulen reparieren. Es gibt eine super Aufnahme, das merke ich jetzt schon. Wir sollen die Zapfsäulen reparieren, um die Rufsäule zu finden. Ja, ich merke schon, ich habe einfach viel zu lange nicht mehr richtig aufgenommen. Deswegen mache ich da, glaube ich, mal eine kurze Runde, größere Aufnahme-Session, damit ich auch wieder ordentlich reinkomme. So, die letzte Zapfsäule. Natürlich, Zapfsäulen laufen. Der Imbiss ist gerettet. Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Ein Superstein? Superwurz hier rein? Okay. Ich weiß halt. Lol. Der gibt uns. Das waren 10.000 von diesen kleinen komischen Steinen. Also nicht von diesen Satz hier. Okay. Also schätze ich mal, wenn die brauchen, um sowas zu bauen. Und der hat 1000 gegeben. Also haben wir eben einen Dicken bekommen, der 10.000 gegeben hat, und jetzt einen, der 1000 gegeben hat. Wie viel brauchen wir hierfür? 8.000, dann bauen wir das mal. Boah, das ist echt cool. Jo, das ist Nina in der Stadt. Den Truppen haben wir freigeschaltet. Ich würde sagen, dann holen wir uns mal ein Fahrzeug. Du kannst von hier aus Fahrzeuge anfangen, die du City verwenden kannst, alles klar. Den Trooper will ich auf jeden Fall nehmen. Ah, den können wir sogar noch einfärben. Dann nehmen wir hier mal den blauen, der sieht cool aus. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Okay. Also hier haben wir wieder so eine Karre, die wirklich überhaupt keinen... Ja. Guck mal, der da. Ach du Scheiße. Ey, hat ja eigentlich jedes Fahrzeug einen beschissenen Wendekreis? Du da. Gut. Du bist jetzt mir. Mit dir fahr. Nee, mit dir fahr ich. Polizeiangelegenheit. So, jetzt aber. Ah, der ist wieder gut. Also, teilweise ist die Steuerung von den Autos hier echt komisch. Oh, hier ist sogar noch ein Superbau. Ich glaube, da haben wir nicht mehr genug Steine für. Ja, dafür haben wir auf jeden Fall nicht mehr genug Steine. Abkürzung. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich gerade meinen Führerschein machen bin? Oh, das ist schon da. Weiß ich nicht. Oh, das ist ja cool hier.
Sir. Mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt? Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Hugh Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Ja, sicher. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Wenn? Streifenbarsch, grau, ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Ja. Freigeschaltet, Wurfhakenkanone, jawoll. Neues Spielzeug. Wie kann ich die jetzt benutzen? Hier gibt's halt bestimmt Orte, wo ich... Achso. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner rausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Ah, so komme ich auch hoch. Aber wir werden da schon... Ach, hier sind Pferde drin. Ja, du hast recht belohnt für. Gib mich mal ein Auto. Der ist super. Der gefällt mir echt gut. Okay, mehr Penetration eines Steines nicht möglich. Was? Sieht so wie es aus? Okay. Das war gerade irgendwie... Stempeln wir jetzt als merkwürdig ab. Boah, ich glaube hier mit dem Auto habe ich eh meine Nemesis gefunden. Wobei ich das Spiel eigentlich relativ cool finde. Okay. Ich habe mir sogar überlegt, das Spiel irgendwann mal auf 100% zu bringen. Dann zwar nicht im Videoformat auf YouTube, sondern so schön Livestream-mäßig. Oh. Dich da drüben würde ich nicht haben. Du siehst cool aus. Also wirklich, mit der Lenkung her bin ich teilweise nicht zufrieden. Oh naja, es gab Schlimmeres. Ich glaube, das liegt auch einfach nur an meinem Skill. Bin ich ehrlich, da glaube ich, muss ich noch ein bisschen dran fallen. Dann geht das auch schon nicht so. Oh nein! Ja. Oh, das war hier. Was war sein Gerät? Das war falsch.
Ach, wir haben einen Multiplikator, das sehe ich ja gerade erst. Ach, komm schon. Ach, der ist weg. So, so langsam geht es. Also ich bin ehrlich, so hier, das ist ja kein Thema, aber ich habe keinen Bock, wirklich jedes Mal so runterzufallen und sowas zu machen. Jo, das hat geklappt. Haben wir geschafft. Ah, den geht's sicher gut. Ja, das ist in Ordnung. Meine Schuld. Meine keine. Hey. Moment. Wann ist denn da? Oh, hier ist der Burgerlauf. So. Ah, da sind noch diese blauen Fanghaken. Und da oben müssen wir hin. Okay. Ich glaube, es geht schon besser. Wett. Komm runter da. Aber so ein richtiges Level hat man nicht. Bisher sind wir, glaube ich, wirklich nur die ganze Zeit hier in der Stadt rumgefahren. Okay, dann schauen so, wir mal. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Da? Hab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Geh zum Lego Zigitar. Okay. Ellie, ich habe die Räuber gefunden, aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Hm, lecker Krankenhausverpflegung. Ja, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, jeder, der schon im Krankenhaus war, weiß, dass das so ziemlich die widerlichste Pump ist, die man hier bekommt. Ich glaube, ich war bisher zweimal im Krankenhaus, oder? Oh, Spezialauftrag 1. Gerangel auf den Dächern. So viel zum Thema, wir hatten noch keinen richtigen Level. Der kommt nämlich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Level jetzt hier runterfliegen in der Folge. Werden wir ja sehen. Oh ja. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Wow, französische Papageien! Alter! Ich war auch schon mal fitter. Ich kipp gleich um! Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja. Und ich glaube, den nächsten Level gibt es genau diese den Balken oben. Das ist. Also ich habe ja. Ist ja nicht das erste Lego-Spiel, was ich spiele. Und sonst sieht das immer zum Beispiel halt bei Lego Harry Potter war es, glaube ich, der Auserwählte. Hakenkanone ist super. Und also was. Also ich glaube, wenn wir die voll kriegen, dann kriegen wir einen goldenen Stein. Was ist das? Okay, kann man benutzen. Wuhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Also generell eigentlich einfach immer nur die Stats einsammeln. Ich habe den Schwert. Das wird später immer schwieriger, bin mir gerade nicht sicher. Und halt, wenn wir drauf gehen, verlieren wir 2000, die wir aufsammeln können. Ja. Generelle Erklärung. Wofür wir hier die goldenen Steine brauchen, weiß ich nicht. Es gab in den früheren Lego-Spielen immer mal so
ein Teil, was man dann mit den Lego, mit den goldenen Steinen bauen konnte. Ich glaube, bei Lego Harry Potter war das damals ein, das goldene Hogwarts. Was gab es noch? Ich glaube, bei Star Wars war das Lego Star Wars. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da war. Aber ich finde die Idee noch cool. So. Und ich jetzt mal hier, wenn wir. Ja, hier wollen wir auf jeden Fall was bauen müssen. Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. Stopp. Weg damit. Meine Keime. Und bauen. Was ist das jetzt? Lol, eine Sprungplatte. Ja, Siggi. Jo. Alter, sieht das cool aus. Hey, hier unten ist ein Korb. Alle ja. Mann abhauen. Und da werde ich es gleich festnehmen. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Ja, aber ich könnte jetzt runterspringen, ne? Und dann würden sie entkommen. Aber ne, das machen wir ja nicht. Wir sind schließlich Chase McCain. Schön alles klein machen. Generell ist mal so kurze Sache, die ich nachschauen möchte. Ja, es gibt auch wieder die Sachen, die wir hier. Sachen, die wir hier drin finden können. Also generell gab es immer so Sachen, die man finden konnte in den früheren. Ich dachte immer in früheren Teilen. Ja, okay, kann ich ja auch sagen. Komm her, Junge. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Meine Damen und Herren, Chase zu Kane. Kann ich bis hier zählen. Aber wie findet ihr das Spiel eigentlich so bisher? Also mir gefällt es euch gut. Was kommt das jetzt? Okay. Ja, hier brauchen wir auch schon die neuen weitere Fähigkeiten. Wir werden auf jeden Fall hier noch weiteres freischalten. Ich habe gesehen, dass es irgendwie noch ein Dieb oder so ein Feuerwehrmann gibt, aber naja, ich will nicht so weit spoilern. Da würde ich rein, da darf ich nicht rein. Jetzt ist Domme traurig. Jetzt Domme Sachen kaputt machen müssen. Oh, Starkstrom. Dinge, mit denen ich spielen sollte. Heute Starkstrom. Ich finde aber die Musik ist passend. Wieder Sachen klein schlagen. Alles meins, meins, meins. Dup, 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 dup. Wenn wir alles schließlich gebrauchen können. Ich schätze mal, wir werden aber auf diese Supersteine angewiesen sein. Ja, das passiert auch mal gerne. Eigentlich wollte ich gerade hier ran, aber naja. Oh, hier waren Tausender versteckt. Kann ich eigentlich... Ne, da oben ran kann ich nicht. Ne, schade. Da gibt es ja bestimmt noch einen anderen Weg. Okay. Wow, wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um so an die Stange zu springen. Haben wir hier die Eismaschine nochmal kaputt? Oder was das auch immer ist. Okay. So, hier können wir nochmal ranhängen. So, dann jetzt hier drauf klettern, schätze ich mal. Ich komme auf diese Phobie nicht klar. Französische Papageien. Alter, die Tücher haben doch so gelitten.
Meine Keime. Die kann ich mir doch bestimmt nicht hochmogeln, okay. Ja, später mit den Fähigkeiten wird es noch einfacher an die Leiste voll zu kriegen. Nein, geh auf. Aber ich glaube, man braucht auch wirklich alle Fähigkeiten, um jedes Level 100% zu kriegen. Weil wir sehen ja schon wirklich... Da waren die da noch. Okay. Beachtet mich gar nicht. Hey, du. Das wären du bist dann zwei. Ich glaube, das Level können wir je nachdem dann noch heute zu Ende machen. Oh. Ja, komm, dann den Level möchte ich dann noch fertig machen heute. Da gibt es heute eine größere Folge. So. Jede Menge Stats. Oh, hier kann man einen Wandsprung machen. Ach krass, da gibt es sogar auch eine Währung. Die dicken sind 10 wert und die schmalen sind 1 wert. Aber hier schön mal die Stats mitnehmen. So. Und jetzt. Blub, blub, blub. Oh, da ist ja schon Nummer 3. Da ist Nummer 3. Bleibt nur noch der Anführer. Was? Wofür habe ich denn jetzt ein... bekommen. Okay. Das war auch noch gesperrt. Haben wir ja gesehen. So. Ach du Scheiße. Man könnte sich auch was bauen. Komm ich rein? Bestimmt irgendwie später mal. So. Jetzt hat es aber geklappt. Halt! Ach du Scheiße. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Jetzt haben wir das dritte. Oh, wir kriegen nochmal so einen Teil. Ich weiß gar nicht, wie das hier mit den Cheats ist. Halt, im Leben-Deko-Teil gibt es so rote Lego-Steine, die dann so um Musikpaket oder sowas irgendwann freischalten, die man sich aber kaufen muss. Oh, jetzt habe ich ganz... Wir sehen, dass ich hier laufen muss. Also der Taste. Dann... Ich will die Stats haben. Alter. So. Ja, ich würde ja gerne, ne? Alter. Ist schon das einfach durch, ne? Das wird zu blöd. Hier oben ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Jawoll. Das nenne ich eine Aussicht. Das ist echt eine starke Aussicht. Chase McKinn. Im Geiste ein Kind. Bis dann, Cop. Hier kommst du nicht rüber. Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Ach,
Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort Conrad Peters von dem Kanal K Nachrichten. Oh, ha. Du wirst auch festgenommen. Ich finde es aber richtig geil gemacht, dieses Setting hier. Ja, wir haben es fast geschafft, das sehe ich schon. Ach, komm schon, gib endlich auf! Die Leiste ist schon ziemlich gut gefüllt, also schätze ich mal, sind wir ziemlich am Ende. Und ab nach oben. Hier haben wir nochmal einen guten Passsatz. Blümchen zu schlagen. Okay, den nehmen wir auch noch mit und dann Abi. Nein, krieg dich. Hilf mir! Sonst fall ich! Ich hab eine Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest. George! George! Vater Benson? Barry? Komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue! Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Alter. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, yes. Dave. Alter. Auf den Dächern, Level abgeschlossen. Mit Fieslingen kämpfen, der Umschau freigeschaltet. Polizei macht einen Teil. Zwei Stück haben wir, oder? Da haben wir nicht alles geschafft, glaube ich, oder? Oh, 85%, das ist ganz gut. Goldene Steine. Level geschafft. Ja. Geschichte fortsetzen, machen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.